Die Stimmung in St. Gallen war schon immer Super League-würdig. Nun ist es auch die Mannschaft wieder. Und der Aufsteiger zeigt keine Anfangsnervosität. Regazzoni kann den Ball erobern. Pamodou. Scarione verliert das Kopfballduell gegen Veskovac. Nach einer Viertelstunde kommt ein kurzer und heftiger Regenschauer. Aber auch dadurch lassen sich die St. Galler nicht beeindrucken. In einer von Vorsicht geprägten Startphase spielen sie sich die besseren Torchancen raus. Ohne allerdings Marco Wölfli vor große Probleme zu stellen. Nach 20 Minuten tauchen doch einmal die Berner im gegnerischen Strafraum auf. Majuka, 1:0 für den BSC Young Boys. Die Berner lassen sich Zeit mit dem ersten Torschuss, aber der ist dann auch Extraklasse. Die St. Galler Defensive lässt Majuka gewähren. Keine Chance für Daniel Luppa im Tor der St. Galler. Dies passt haargenau. Die Reaktion der St. Galler kurz nach dem Anspiel über die starke linke Seite mit Pamodou und Regazzoni, Wölfli, Nuschi mit dem Ausgleich auf dem Fuß. Im Abschluss fehlt den Grün-Weißen aber die Präzision und die Überzeugung. Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen, bietet sich Nuschi und Abeklen in der 37. Minute. Und als ob mich die beiden bestätigen wollen, Präzision und Überzeugung, mehr als nur mangelhaft. Ohne viel Risiko einzugehen, hat Ibe das Spiel im Griff und beinahe wären die Berner kurz vor der Pause noch zum 2:0 gekommen. Der Kopfball von Silberbauer pariert Loppa aber glänzend. Und so steht es nach 45 Minuten 1:0 für die Berner Young Boys. Nach der Pause St. Gallen mit dem neu verpflichteten Mittelfeldspieler Jan Jatovic. Der 20-jährige Deutschserbe bringt den Ball aber auch nicht aufs Tor. Aber er kommt ihm immerhin bedrohlich nahe. Ibe lässt zu Beginn der zweiten Halbzeit St. Gallen gewähren. Ein langer Ball auf den kleinen Scarione, eigentlich nicht das probate Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Abeklen 1:1 in der 56. Minute. Veskovac und Wölfli behindern sich gegenseitig. Spiecher bringt den Ball nicht weg. Abeklen nutzt dies zum Ausgleich. Der neue IB-Trainer Martin Rueda reagiert sofort. Er bringt mit Matthias Wittkevier und dem erst 17-jährigen Michael Frey zwei neue Offensivkräfte ins Spiel. Die nächste Torchance spielen sich aber die St. Galler raus. Abeklen naht alle mit einem Absatztrick. Nicht nur die IB-Verteidiger bleiben wie angewurzelt stehen, auch Oscar Scarione rechnet nicht mit dem Zuspiel. Regazzoni steht danach im Offside. St. Gallen wird immer frecher. Kurze Zeit später die nächste Offensivaktion. Regazzoni verpasst das 2:1 nur um ein paar Schuhgrößen. Aber was ist nur mit IBE los? Bis zur 75. Minute sieht man von den Gästen offensiv rein gar nichts. Dann ist plötzlich wieder Majuka da. Aber sein Schuss kommt direkt auf Loppa. Da hätte der IBE-Stürmer mehr draus machen müssen. IBE bleibt in der zweiten Halbzeit einiges schuldig. Der Aufsteiger ist dem Führungstreffer näher als die Berner. In der Nachspielzeit der eingewechselte Marco Mattis. Aber es bleibt beim 1:1. Die Freude über die Punkteteilung ist am Schluss auf Seiten des FC St. Gallen sicher größer als beim BSC Young Boys. Martin Rueda, wenn ich sage, zwei verlorene Punkte gegen einen Aufsteiger, was geben Sie mir zur Antwort? Ja, da haben wir vielleicht recht. Wir haben gewusst, aber dass es schwer wird. Der FC St. Gallen hat gut gespielt, hat Publikum im Rücken gehabt, sind aggressiv gewesen.
Und wir haben im Spiel nach vorne zu viele Bälle verloren, zu einfach die Bälle verloren. Dann nach dem 1-1 haben wir ich glaube, den Matchball gehabt, den Majuka vor dem Goal, wo er im Prinzip das Goal muss machen. Aber wie gesagt, das ist das erste Spiel. Schwierig war sicherlich gegen die Mannschaft, aber wir müssen sicher mehr rausholen.